Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Tomb Raider Anniversary. Ja, wir werden heute in einem neuen Komplex weitermachen, wie wir es auch schon am Hintergrundscreen erkennen können. Und ich bin gespannt, welche fiesen Gemeinheiten die lieben Entwickler von Crystal Dynamics noch so für uns bereithalten für den ja auch schon letzten Komplex dieses Spiels. Ja, wir fangen natürlich, also wir laden den Save Fortschritt minus 1, denn wir haben ja eigentlich so gut wie alles verloren im letzten Level. Nicht zuletzt auch das Sion, und schauen wir mal rein. Genau, und da sind wir auch schon in Atlas Minen. Wer hätte es gedacht? Und ich muss zu Anfang was sagen. Und zwar, das ist ja das erste Level des Komplexes, Atlas Minen und so weiter. Und ihr seht schon, Artefakte 1 von 4 und Reliquien 1. Also, wir haben schon alle Reliquien. Das Problem war nämlich, ich habe dieses Level schon mal versucht aufzunehmen, um es mal so zu sagen. Bin auch nicht gerade so weit gekommen, dass ich sagen könnte, okay, ich bin stolz drauf, denn dieses Boot hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ja, was es nun mit diesem Boot auf sich hat, erzähle ich euch dann. Nur erstmal muss ich den Ist-Zustand wiederherstellen. Ich meine, da es ja nur ein Secret und eine Reliquie ist, kann ich euch auch noch zeigen, wo die gelegen hätten. Leider ist es so, dass Tomb Raider die Angewohnheit, oder Anniversary vor allen Dingen, hat die Angewohnheit, wenn du ein Secret eingesammelt hast, dass du dann das Secret für immer behältst in deinem Spielstand oder in dem Profil, was du eben für dich erstellt hast in Anniversary. Das heißt also, wenn du, sag ich mal, das Level gespielt hast mit allen Secrets drin und du willst sozusagen alle Secrets nochmal einsammeln, wenn du es nochmal neu lädst, dann geht das leider nicht. Die Secrets bleiben dir so oder so erhalten, egal was passiert. Und mir ist es ja schon mal passiert, ich glaube im San Francisco Folly war das. Und da habe ich dann eben noch den Safe ausgetauscht. Aber ich dachte mir jetzt hier, dass es eigentlich nicht nötig wäre, das zu machen. Weil die Reliquie relativ offensichtlich ist und eben das Secret eigentlich auch. So, wir haben auch keine Waffen. Also, um das mal so zu sagen, wir haben eigentlich gar nichts. Wir haben nur, also uns ist ja netterweise die Munition geblieben. Und eben 13 große und 28 kleine Medipacks. Was hat Lara dazu zu sagen? Ich sollte weitergehen. Genau, ich sollte weitergehen. Das sehe ich genauso, denn weitergehen ist immer sehr, sehr gut. Nur, ja, die Frage ist, wohin solltest du weitergehen, ne? Naja, egal. Gut, wir sehen da oben auch schon eine Kontrollstation. Also sowas wie ja, nennen wir es wirklich Kontrollstation. Und wir sehen hier drei Lücken. Und wir brauchen nämlich drei Gegenstände, um ein gewisses Ziel zu verfolgen. Ich dachte, das Secret da hatte ich schon eingesammelt. Aber okay, wenn es natürlich da ist, ist das natürlich auch sehr, sehr gut. Und das beruhigt mich auch in einer gewissen Hinsicht. Naja gut, also wir brauchen drei Gegenstände. Und für die, die Tomb Raider 1 geschaut haben, oder die mein Tomb Raider 1 Let's Play geschaut haben, wissen, welche Änderungen hier auch vorgenommen wurden. Hier haben wir erstmal die rote Sicherung gefunden. Mir ist auch übrigens nie aufgefallen, dass die Sicherung beschriftet ist. Also da steht ja X3 und dann noch 4TV, also 11-4TV. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber steht unten drunter Fuse, also für Sicherung. Ne? Ja, uns werden auch die Ratten hier, die uns verfolgen werden mit ihren gelben Augen. Okay, mit ihren gelben Augen werden uns verfolgen, bis wir eben
es geschafft haben, unsere Waffen wiederzubekommen. Denn mit diesen drei Sicherungen, die wir einsammeln, verfolgen wir das Ziel, eben unsere Waffen wiederzubekommen. Denn was ist Lara schon ohne Waffen, muss man sich ja wirklich fragen. So, wir setzen die rote Sicherung ein und können jetzt daraufhin oder mit dieser Sicherung diesen Schalter betätigen oder Knopf. Und dieser Knopf hat zur Folge, dass er eine Kiste zur Seite schiebt und uns den nächsten Eingang offenbart. So, hier lag noch ein großes Medipack. Und wir müssen jetzt diese Kiste hier vor dieses Haus schieben. Oder vor diesen, ja, ich weiß nicht, sagen wir mal eher Container, das trifft es besser. Denn in diesem Container liegen unsere Waffen. Um genau zu sein. So, ich werde mir jetzt auch gleich mal das Secret holen. Weil das ist, war nämlich das erste Secret, welches euch jetzt in der Statistik angezeigt wird, hoffe ich. Also hier einfach eine kleine Sprungpassage. Jetzt hier auf die Schräge und abspringen. Und dann seid ihr schon beim Secret. So, das sollte. Genau, und das ist das erste von vier Secrets in diesem Level. Gut, dann bin ich ja beruhigt. So. Gut, dann folgen wir mal dem Weg hier und machen uns auf die Suche nach der zweiten Sicherung. Ach so, ja, hier kann ich stehen. Gut. Ja, und jetzt kann ich die Kiste hier runterschieben, was es mir sozusagen ermöglicht, jetzt auch hier wieder hinzukommen, ohne dass ich den ganzen Weg nochmal laufen muss. Das ist ganz gut gemacht, muss ich sagen. So, jetzt dieser Sprung. Den schafft sie nur ganz, ganz knapp, aber sie schafft ihn wenigstens. Und dann können wir uns hier fallen lassen und können die nächste Sicherung einsacken. Die grüne Sicherung diesmal, okay. Gut, jetzt müssen wir nur noch zurückkommen. Ich glaube, hier folgt ein Hakenlauf. Ja. Was war denn das? Okay, das war komisch, aber gut. Ich sag nichts weiter dazu. Das war sogar schon fast zu weit geschwungen mit dem Mauerlauf. Auch interessant. Aber gut. So, wir haben jetzt die grüne Sicherung. Was sagt Lara dazu? Irgendwie muss man in diesen kleineren Bereich. Ja, okay. Dieser kleinere Bereich, damit meint sie den Container, wo unsere Waffen drin liegen. Wobei, kleinerer Bereich ist jetzt auch nicht gerade so genau und konkret formuliert, dass man sagen könnte, wow, ich weiß jetzt, welchen Bereich du meinst, aber gut. So, jetzt hier diesen Knopf drücken. Ich weiß gar nicht, muss ich hier den Knopf der roten, also von der roten Sicherung nochmal drücken oder reicht das? Ich glaube nämlich, ich muss den Knopf nochmal drücken, sodass die Kiste vorfährt und ich an die dran springen kann. Denn diese Kiste erlaubt es mir, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, an sie heranzuspringen. Und eben dann auf einen neuen Steg zu kommen. Ja, ich musste sie nach vorne schieben. Genau. So. So, und jetzt hier nach rechts abbiegen. Das ist wichtig, denn wenn ihr gerade auslauft, dann bringt euch das relativ wenig. Weswegen es eben besser wäre, hier den Leitern zu folgen. Ja, die Frage ist jetzt nur, wie komme ich heil runter? Ach so, gut. Ja, und hier unten liegt dann die letzte Sicherung. Die blaue Sicherung.
Und unser Ziel ist es jetzt, im Endeffekt wieder nach oben zu kommen. Und hier sind ein paar nette Rohre, die mich im Zeitspiel zur Weißglut getrieben haben. Denn diese Rohre können stoßen ja diesen Dampf aus. Und dieser Dampf tut Lara weh. Das bedeutet, wenn ihr sozusagen an der Stange hängt und der Dampf, also an diesem Rohr, wenn der Dampf dann austritt, dass sie sich sogar fallen lassen kann durch den Dampf. Wobei das ist mir ganz, ganz selten mal passiert. Aber okay. Gut, wir springen jetzt an dieses rotierende Etwas heran und springen jetzt zu diesen Behältern. Und hier ist es wichtig, dass ihr euch beeilt, denn diese Behälter gehen mit der Zeit nach unten durch Laras Gewicht und wir müssen dann schnell nach hinten springen und sozusagen, um sozusagen weiterzukommen. Ja, soweit sind die Level eigentlich sehr, sehr flüssig aufgebaut bis jetzt. Also was ich so von Anniversary gespielt habe, muss ich wirklich sagen, das Level-Design finde ich auch sehr, sehr schön gemacht. Man hat eben dieses Theme jeweils immer in einem Komplex. Und ja, wenn wir mal bedenken, im ersten Komplex Peru, da hat man ja von der Schneelandschaft zur richtig schönen, ja wie soll ich das sagen, zur richtig schönen Graslandschaft gewechselt. Also das heißt eben mit einer guten Flora und Fauna und so weiter. Also das fand ich sehr, sehr schön. Auch der Griechenland-Komplex hat mir sehr, sehr gut gefallen, denn das mit den Göttern, die Einbindung der Götter vor allem, fand ich nicht schlecht. Und ja, auch Ägypten war nicht schlecht, obwohl die Level natürlich in Ägypten vom Schwierigkeitsgrad her bedeutend höher waren als die vorhergehenden. Aber gut, lassen wir mal das zusammenfassen und resümieren, denn das Spiel ist ja bei weitem noch nicht vorbei. Wir setzen jetzt hier die blaue Sicherung ein. Und bevor wir den Knopf der blauen Sicherung betätigen, müssen wir erstmal den Kran in Position bringen. Nämlich die Kiste reinfahren und den Kranarm wieder zurückschwenken lassen, sodass die Kiste direkt über dem Dach des Containers liegt. Und jetzt betätigen wir den Knopf der blauen Sicherung. Und das macht im Endeffekt das kaputt. Also das macht die Decke des Containers kaputt. Und wir sind jetzt die Glücklichen, denn wir können jetzt in diesen Container rein und schließlich unsere Waffen holen. Genau. Ja. Jetzt gehen wir hier raus. Ich würde aber gerne nochmal zurückgehen. Denn, wenn wir jetzt hier zurückgehen mit unseren Waffen, haben wir die Chance, uns die Reliquie zu holen. Ich bin mal gespannt, ob die Reliquie auch noch im Level drin ist. So. Nämlich, hier ist der Clou an der Sache, dass ihr, die Reliquie ist in dieser Kiste drin. Und ihr müsst diese Kiste anschießen an ihrer Halterung und sie sozusagen runterschießen. Und in dieser Kiste wäre dann eben die Reliquie enthalten und ihr könntet sie aufnehmen. Ich glaube, es war, ich glaube, es war irgendein, nee, ich sag mal lieber nichts. Ich weiß nicht genau, was es war. Aber okay. Gut, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, zum zweiten Secret. Und zwar, ich war so schlau in der letzten Aufnahme, habe das Boot hier losgeschossen und das Boot ist dann mit der Strömung nach hinten geschwommen. So. Mein Problem war aber, dass ich dann nicht sofort aufs Boot gesprungen bin, sondern ich habe mir erstmal die Reliquie geholt und habe erstmal Zeit verplempert, die Kiste runterzuschießen. Währenddessen war das Boot schon ganz da hinten, ne? Und ihr seht diese Kanten dort. Und es ist nicht möglich, an diese Kanten zu kommen, wenn das Boot ganz da hinten ist. Das heißt, ihr müsst das anschießen, also die Halterung lösen,
euch mit dem Boot nach hinten treiben lassen und dann im richtigen Moment an diese Kante springt, die dort ist. Und glaubt mir, ich habe es probiert, es geht, also ihr kommt nicht aufs Boot, wenn ihr nicht drauf springt. Auch wenn ihr auf das Boot kommt, es treibt so weit zurück, dass ihr nicht mehr an diese Kanten hier kommt. Und wenn ihr diesen Vorsprung hier verfehlt, dann habt ihr gelost, um es mal so zu sagen. Denn ihr bekommt dann nicht mehr das eine Secret. Ich hab's probiert mit dem Seil, was man bekommt, wenn man die Kisten sozusagen runterschießt, dann bekommt man ja Seile. Dass man hier irgendwie von dem Seil. Nee, nicht von dem. Von dem hier, wo die Kiste noch dran hängt, dass man hier irgendwie reinschwingen kann. Aber das ist leider nicht möglich, weswegen. Ja, weswegen ich das Level nochmal aufnehmen muss. Also, das ist ja jetzt hier die nächste Aufnahme. Und ihr seht ja hier, das Boot treibt ganz zurück. Und traurigerweise wollte ich. Also, ich wollte dann meinen letzten Kontrollpunkt laden, in der Hoffnung, dass das was bringt. Aber leider, leider hat das nichts gebracht, denn das Boot war beim letzten Kontrollpunkt auch schon ganz weit hinten. Und ja, demnach durfte ich das Level nochmal spielen. Genau, wir haben jetzt 2 von 4 Secrets. Und können uns jetzt aufmachen, das Level weiter zu spielen. Also das ist jetzt hier so eine Backtracking-Sache für die Reliquie. Und auch ein zusätzliches Secret, muss man ja sagen. Na. Da liegt auch übrigens noch ein großes Medipack, was ich ganz vergessen hatte. Das nehmen wir natürlich mit, denn wir wissen ja nicht. Oder naja, was heißt, wir wissen nicht. Der Punkt ist, man kann Medipacks immer gebrauchen und ja, wer weiß, wie viele ich noch brauchen werde. So, wir springen jetzt wieder hier an die Kante. Ich weiß nicht, das ist irgendwie ein komischer. Die Ratten sind mir bisher ja gefolgt, okay. Ich weiß nicht, es ist irgendwie eine komische Sache. Wenn Lara an eine Kante springt, wie hier jetzt zum Beispiel, dann fällt sie sofort runter, egal, also wenn man nichts drückt. Wenn man aber nach vorne drückt, läuft sie gleich weiter. Das war auch so im Sion Heiligtum, bei dem Secret im letzten Raum. Da habe ich ja auch, bin ich an die Kante gesprungen, dass sie gerade so noch hingekommen ist und sie ist dann aber trotzdem, ja, runtergefallen. Also sie ist nicht in die Nische reingekommen, warum auch immer. Aber, naja, gut. So, was wir jetzt machen können, wir haben ja jetzt unsere geliebten Pistolen wieder. Wir können jetzt hier alles kaputt schießen. Und uns natürlich freuen. Auch in der Hoffnung, dass uns die Ratten nicht zu Tode knabbern. So, wir können jetzt hier rein. Und hier ist ein weiterer Knopf. Der, sag ich mal, das richtige Fahrzeug in die Spur bringt. So. Wir können jetzt mit diesem Fahrzeug hier die Schienen entlang fahren, was ich ja auch relativ cool finde. Also, das ist ja ein Bohrer im Endeffekt. Tut mir leid, Schätzchen. Hier ist Endstation. Geben Sie schon her, Larsen. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Und was hat es mit Ihnen zu tun? Der Sion gehört Nadler. Kapiert? Sie haben hier nichts zu melden. Ich habe keine Zeit für diesen Mist. Aus dem Weg, oder ich töte Sie. Wollen Sie mich etwa erschießen? Kommen Sie, Lara. Ich mache nur meinen Job. Ich weiß, wie sehr Sie ihn wollen, aber ich kann Sie nicht vorbeilassen. Und wir wissen beide, dass sie mich nicht dafür töten würden.
Das ist einfach nicht ihr Stil. Ich fürchte, da irren sie sich. Ja, das war eine sehr, sehr, ja, traurige Szene. Und diese, ups. Und diese Maus, oder Ratte, diese hat man in der Cutscene gesehen. Und das mehr als einmal. Toll. Diese Maus hat den Moment kaputt gemacht. Naja, gut, egal. Ja, also sagen wir mal so, Larsen, ja, was soll ich dazu sagen? Er hat ja Lara im Endeffekt nach dem letzten Level des Ägyptenkomplexes sozusagen verschont, indem er mit dem Gewehr daneben geschossen hat, extra daneben geschossen hat, muss man ja sagen, sodass sie noch fliehen kann. Das heißt, er wollte Lara, naja, wobei, wollte er ihr was Böses? Das ist immer so die Frage, die sich bei Larsen stellt. Ja, na komischerweise, im Vergleich zu Tomb Raider 1... vertötet man ja Larsen im Endeffekt schon im Zion-Heiligtum, am Ende des Zion-Heiligtums. Denn er kommt da als Gegner und ihn muss man eben auch dort schon besiegen. Nur weiß ich eben nicht. Ich kann ihn eben kaum einschätzen. Ne?